und haben da auch noch mal sehr hart auch drüber gesprochen. Voll. Ja, aber halt einfach ehrlich, aber gleichzeitig hart. Genau, und du kannst halt auch oft im Motorsport gar nicht ehrlich sein. Ne? Ja, immer als gäbe es eine höhere Gewalt, die immer, mal so ein bisschen seine Hand drüber hält und sagt, das wird gesagt und das wird nicht gesagt. Wo du eigentlich sagst, naja, was soll der Negatives über den Motorsport sagen? Einer seiner Söhne ist vierfacher Formel 1 Weltmeister. Sitzt da Kacke drin und so, ne? Nee, das geht. Das ist ein R8. Ja? Ja, ja, das ist Audi. Ich habe mal einen Test gemacht auf dem Lambo, das war richtig geil. Ja. Hat mir gut gefallen. Ja, am Ende ist es ja irgendwie alles der gleiche. Autos, vier Räder. Ja. Ja, wir haben bei unserem Q&A viele, viele Fragen bekommen. Hoppala, was war das denn? Ausfallschritt? kurz geflasht. Ja. Und einer davon war, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, so ist das halt im Motorsport. Man lernt sich ja zwangsläufig kennen. So ist es, der Motorsport ist ein Dorf am Ende. Der Motorsport ist ein Dorf weltweit. Ja. Aber bei uns war es noch ein bisschen wilder. Und zwar bin ich ja früher Kart gefahren in Kerpen mit Fabis Bruder zusammen und Mike Rockenfeller und noch so ein paar anderen. Und man war halt natürlich so eine Clique. Unsere Eltern sind befreundet, wir sind befreundet. Ja. Und irgendwann, 99, ja, als ich schon dabei war, mich vom Go-Kart-Sport zu verabschieden, hieß es auf einmal, der Sebi kriegt noch ein Brüderchen. Und das war der Fabi. Ja. Ja, und der Fabi, der 98. 98, Entschuldigung. Kein Problem. So, und es war halt im Prinzip so, dass der Fabi mit Sicherheit auf der Go-Kart-Bahn gezeugt wurde. Wir wissen nicht auf welcher, aber das ist was. Das ist aber jetzt indiskret. Wieso? Das muss doch so. Also wir haben ja. Also man könnte es glauben, weil meine Eltern logischerweise zwangsläufig. Ja, wir haben auf der Go-Kart-Bahn gelebt. So. Ja? So. Es gab eigentlich kaum eine andere Möglichkeit. Ja, ja, ja. Aber auch für mich, wie du gesagt hast, dann 98, für mich war der Kartplatz und später dann die größeren Rennstrecken, doof gesagt, mein Kindergarten, weil ich bin aufgewachsen und ich habe eigentlich mein ganzes Leben schon, auch als ich dann selber in den Motorsport gegangen bin, immer gehört, Mensch, der Fabian ist groß geworden, den kenne ich schon, da warst du so groß, also wirklich so groß. Und ich so, ja gut, ich kenne dich halt nicht, aber... Ich kennengelernt, da warst du so groß. Ja. Deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, ja, wo kennst du denn Jan her? Ja, du, der Jan kennt mich eigentlich viel, viel länger als ich ihn. Ja. Weil du sagst weil immer. Weil du nichts mitgekriegt hast. Du sagst immer, der Fabi, der hat mich schon auf den Arm geschissen. Ja, genau. Ja, genau so ist es. Ja, daher kennen wir uns. Und ja, man hat sich natürlich nie so richtig aus den Augen verloren. Immer irgendwo über die Go-Kart-Bahn oder natürlich auch nachher über die größeren Rennstrecken. Genau. Wo Fabi dann irgendwie mit seinem Pucki-Fahrrad und Stützrädern rumgeheizt ist und wir versucht haben, irgendwelche Autorennen zu gewinnen. Ja. Ja, und dann irgendwann hat Fabi auch angefangen, Kartsport zu betreiben, hat dann den typischen Weg aufgenommen und 2019 sind wir sogar zusammen 24-Stunden-Rennen gefahren. Du bei GetSpeed, glaube ich, ne? Genau. Und da sind wir ja 2018 gefahren und dann 2019 haben wir ja alles in Eigenregie gemacht. Und ja, so. Aber auch GT Masters haben wir blöd gesagt. GT Masters 2019. Richtig, 2019 richtig. Haben wir auch zwangsläufig das ein oder andere Mal dem anderen entweder in den Rückspiegel geguckt oder andersrum. Also, ja. Nur in die Karre gefahren sind wir uns, glaube ich, noch nicht. Nee, das zum. Leider. Jetzt wird es schwierig, weil wir auf dem gleichen Auto sitzen. Das wäre scheiße. Aber wir könnten uns auf der Straße in die. Ah, nee. War natürlich auch nur ein Spaß. Aber normalerweise ist es so, dass du mit jedem Rennfahrer auch schon mal irgendwie eine negative Begegnung hattest. Ja, aber wir bislang, dazu. Wir bislang noch nicht. Nee, wir noch nicht. Nee. Also ich will jetzt nicht noch sagen, aber bislang nicht. Nee, wir nicht. Wir nicht. Wir einfach. Nicht. Nee. Ja. Ja, und ja, wir sind seit, keine Ahnung, immer irgendwie in Kontakt, haben uns auf den verschiedensten Veranstaltungen getroffen. Und irgendwann, wann war das? Ende letzten Jahres, ne? Ja, sowas, Winter, Oktober oder sowas, wo es dann in den Winter reinging. Dann haben wir irgendwie Kontakt aufgenommen, aber auch so auf ganz kurzem Wege.
Genau, einfach gequatscht und ja, hier und da und dies und ne, was läuft. Ja. Und ja, dann kam natürlich das Iron Force Projekt ins Spiel und habe ich gesagt, du Fabi, hier, das und das Plan war. Und ja, dann habe ich eine gewisse Euphorie. Euphorie in seiner Stimme gehört. Und da habe ich ihn mal reden lassen. So, ein Ende vom Lied ist. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier, laufen durch den Hatzenbach. Genau, laufen durch den Hatzenbach. Fahren können wir nicht, weil mein Rücken nicht mitmacht. Aber spazieren gehen ist gesund. Ja? Spazieren gehen ist gesund. Ja, ist gut für meinen Rücken. Ja, super. Ist ja eigentlich Reha-Programm gerade. Nachdem ich irgendwie 7 Wochen gelegen habe, bin ich einfach immer nur spazieren gegangen. Ja. Wie so ein Rentner, weißt du, bin ich dann so schön. Hab erstmal meine ganzen Jeezys weggeschmissen, weil mir alle Ärzte gesagt haben, das ist scheiße, weil die Schuhe zu weich sind, das ist nicht gut und was weiß ich was. Ja, ne? So ist das. Aber zu dem Thema machen wir, glaube ich, nochmal ein separates Video. Das hat jetzt hier nichts zu suchen. Ja, und wie gesagt, Fabi hat ja auch alles um Iron Force mitbekommen, auch den Start. Ja. Und du warst sehr schnell dabei einfach, ne? Also Überzeugungsarbeit musste ich jetzt nicht leisten. Voll, weil, um es jetzt mal so ganz trocken zu sagen, mir hat halt von Anfang an deine Sichtweise und deine, wie soll man das sagen, deine Zukunftsvision mit Iron Force und sowas einfach sehr, sehr schnell gefallen und hat sehr, sehr schnell auch Anklang gefunden mit dem, was ich gerne im Motorsport weiterhin machen will, erreichen möchte oder was mir, wenn ich jetzt mal sage, aus dem Herzen spricht, weil jetzt haben wir darüber geredet, wie ich aufgewachsen bin und wo ich gefühlt geboren bin. Und daher ist einfach ein sehr, sehr großer Teil meines Herzens an der Rennstrecke gebunden. Und daher hat mir auch diese ganze Idee, die Menschen, die hinter dem Zaun, so wie wir jetzt, diese Menschen, die dort stehen, mit einzubinden und einfach auf diese Reise mit hinzunehmen und zu zeigen, was machen wir da eigentlich. Und auch zu zeigen vor allem, was ist gut und was ist schlecht. Und ja, wie viel Herzblut steckt da eigentlich drin. So, oder vielleicht auch nicht. Genau. Aber das sind genauso die Themen, die für mich immer sehr, sehr wichtig waren im Motorsport. Und ich gesagt habe, das ist ja, zu 100% stimmig. Eine ehrliche Sicht, genau, der Dinge. Ne? Ja. Wir haben gestern mit Timo Scheider zusammen gefrühstückt. Und da hatten wir das Thema auch. Und haben da auch noch mal sehr hart auch drüber gesprochen. Voll. Ja, aber halt einfach ehrlich. Genau. Also leider ist es so ehrlich, aber gleichzeitig hart. Genau. Und du kannst halt auch oft im Motorsport gar nicht ehrlich sein. Ne? Nee. Also, teilweise wird es dir sogar verboten. Und, das ist das Thema. Es ist nicht sehr gerne gesehen, weil über die schlechten Dinge spricht niemand. Ja, genau. Ja, und auch wenn du manchmal, ich meine, jetzt über Social Media kommen ja schon ein paar Dinge manchmal, ne? Ja. Wenn du dann auch in der Formel 1 hörst, wenn dann irgendwie da der Piastri oder irgendeiner mal den Mund aufmacht und einen De Vries oder wer auch immer, was da für Sachen aufkommen, dann denkst du dir immer so, was ist denn los eigentlich im Motorsport? Da hast du immer ganz schnell das Gefühl, das ist irgendwie so ein bisschen mafiös alles. Voll, ne? Voll. Das ist schon. Ja, immer als gäbe es eine höhere Gewalt, die immer, mal, so ein bisschen seine Hand drüber hält und sagt, das wird gesagt und das wird nicht gesagt. Genau. Am Ende des Tages, das ist im Fußball genauso, das ist in jeder großen Sportart überall, genauso, wo es um viel Geld geht. Also das ist, glaube ich, noch nicht mal im Sport so. Das wird auch in großen Companies und in irgendwie verschiedenen Gewerbethemen wird das genauso sein. Ja. Überall, wo es um viel Geld geht, ist es halt sehr genau. Aber das war für mich einfach ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt war ich ein paar Tage nicht mehr auf der Rennstrecke und habe an so einem GT3-Koffer am Lenkrad gedreht. Aber für mich war ein ganz klarer Punkt, wenn ich wieder ins Rennauto möchte, dann habe ich für mich so einen Punkt gesetzt, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die zum einen dieselbe Passion teilen und einfach verkörpern, so wie ich. Und ich glaube, in dir oder in diesem Projekt, was ja blöd gesagt deine Einstellung widerspiegelt, hätte ich, glaube ich, nichts Besseres finden können, weil auf gut Deutsch, wir sind nicht zusammen aufgewachsen, aber du hast mich aufwachsen sehen und wir sind zwangsläufig in den sehr, sehr frühen Jahren irgendwie, ich natürlich als kleiner Butschi so und du als etwas älterer, jetzt älterer Herr. Ja, genau. Haben wir irgendwie immer Zeit verbracht und wir wissen noch, auch wenn ich noch sehr jung bin mit 24, aber dadurch, dass ich einfach dort aufgewachsen bin, weiß ich, wie es früher war und wie
laut, dreckig, stinkend der Motorsport sein kann und wie viel Herzblut da dran hängen kann. Ja. Und deswegen war das... Auch wie hart und unfair. Ja, auf jeden Fall. Auf weil jeden Fall. Es ist ja auch, ich finde das immer so geil, auch in den Gesprächen mit deinem Vater vor allen Dingen, ja, wo du eigentlich sagst, naja, was soll der Negatives über den Motorsport sagen? Einer seiner Söhne ist vierfacher Formel-1-Weltmeister. Aber es ist halt einfach, weil der Norbert natürlich auch die komplette Sicht hat. Ne? Der sieht ja nicht nur seine Söhne, sondern der sieht ja auch im Go-Kart Megatalente, die nicht weiterkommen, weil keine Kohle da ist. Ja? So ist es. Oder weil, weiß ich nicht, ich meine, es gibt manchmal Entscheidungen, ja, wo du sagst, ja gut, der hat die falsche Haarfarbe. Ja, es ist alles. Passt nicht ins Marketing, alles. Dingsbums rein und weiß ich was, keine Ahnung. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr krass. Und ich finde das immer so geil, dass ihr da die Bodenhaftung nicht verloren habt und halt, ja, das eben war wisst, immer sehr, sehr wichtig für uns auch als Familie, weil am Ende des Tages mein Vater, meine Eltern, unsere gesamte Familie ist einfach nicht so der Typ dafür. Da muss ich aber auch den Hut ziehen vor meinen Eltern, dass die da so einfach standfest geblieben sind und auch die Hand über uns alle hatten. Ja. Und mein Vater war eigentlich im Motorsport nie wichtig, was aus einem wird, sondern eigentlich Spaß. Dass man erstens Spaß und zweitens, was nimmt man aus dem Ganzen mit, weil du lernst halt sehr, sehr viel. Du lernst Disziplin in deinem Leben, du lernst, was heißt es, früh aufzustehen, was zu machen und dafür zu ackern, was du erreichen willst. Ja. Und das war immer so, oder das sagt mein Vater heute, wenn du ihn fragen würdest, würde er das genauso sagen. Du, ich habe meine Kinder von der Straße weggeholt, auf gut Deutsch, genau, weißt du so. Das meine Mutter, war ja Lehrerin, ja, so, und die sagt genau das Gleiche. Ne? Die sagt halt auch, ich musste mir nie Gedanken machen über irgendwie Alkohol, Drogen, dies, das gab es gar nicht, weil... Wir waren schon früh sportfanatisch, haben geguckt, dass das immer läuft. Wir wussten, dass wenn wir nicht fit sind, sind wir zu langsam und wir wollten aber Rennen gewinnen. Ja. So ist es. Aber da musst du auch die gewisse Disziplin einfach auch selber entwickeln. Und wenn du die dann mal selber entwickelst, das nimmst du ja für dein ganzes Leben mit. So. Und damit bin ich dann auch später einfach aufgewachsen auf gut Deutsch. Klar, ein bisschen anders wie natürlich mein Bruder, weil ich natürlich einen ganz, ganz anderen Background dann auch in meiner Entwicklung natürlich hatte, weil ich natürlich mit dem Background, hey, dein Bruder fährt Formel 1 oder ist jetzt nicht mehr in der Formel 1, aber wie auch immer, viermaliger Weltmeister. Das ist natürlich ein bisschen ein anderer Background, auch so ein bisschen eine andere, wie soll man sagen, ein anderer Druck, der natürlich da von Haus aus erzeugt wird. Aber genau das ist das Thema. Du lernst halt so unglaublich viel. Und das war immer das für mein... Der Druck wird ja nicht von Haus aus jetzt quasi erzeugt, weil eben nicht durch die Familie, sondern... Nee, nicht durch mein Haus, sondern... Von der Außenwelt. Genau. Von der Außenwelt. Ne? Ich glaube, da ist ja auch Ralf Schumacher auch so ein Beispiel. Oder auch andere Geschwister, die da irgendwie miteinander unterwegs sind in dem Sport, dass wenn dein Bruder erfolgreich ist... Klar, du ziehst halt... Es ist genauso, wenn dein Vater in irgendwas erfolgreich ist oder du eine Firma erbst, dann bist du auch nur Sohn von... Dann bist du nur der die Firma übernommen hat, aber dass du denselben Weg da auch durchlaufen musst, mal gucken musst, dass die Bude läuft. Genau. So, aber am Ende des Tages habe ich, glaube ich, sehr, sehr gut gelernt, damit umzugehen. Und deswegen habe ich auch für mich entschieden, wenn ich was mache, dann will ich es auch einfach... Genau, weil dann ist schon mal das... Sollen wir hier weiterlaufen? Wir gehen einfach wieder zurück. Da geht mir aber jetzt die Pumpe. Hier ist jetzt der Weg vorbei. Vor allem jetzt geht es natürlich bergauf und wir müssen reden dabei. Ne? Perfekt. Ja, da oben ist es dann anaerob. Da oben geht dann der Puls auf 100. Achtung, Fahrradfahrer, gell? Der senzt dich jetzt auch gleich um. Nee, der sieht dich. Das ist kein Problem. Servus. Geile Friese. Genau, aber um zurückzukommen zu dem Thema, jetzt hat mich der Fahrradfahrer rausgebracht. zu dem Druck und dem... Aber genau deshalb habe ich zu mir gesagt, du, wenn ich was machen will, dann will ich es erstens richtig machen, ich will es mit richtigen Menschen machen, weil, und das darf man auch nicht vergessen, wie wahrscheinlich in jedem Sport, es gibt einfach sehr viele Menschen, die lachen dir ins Gesicht und dann gehst du aus dem Gespräch raus und sie stechen dir den Dolch in den Rücken, auf gut Deutsch. Und da habe ich gesagt, Mensch, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, es ist auch am Ende des Tages wahrscheinlich nicht gesund. Und wenn du ein Messer im Rücken hast, sowieso nicht. Ja, genau. Aber also ich kann dir da hier meine Rückenverletzung, ja, so ungefähr das Gleiche. Ja, aber das ist ja auch das, was am Ende des Tages auch solche Entscheidungen schürt, wie die wir jetzt halt treffen mussten, dass wir nicht fahren. Ja. Ja. Wir haben Partner, Langjährige, die uns bei allem unterstützen, egal was wir für bescheuerte Ideen haben, die sind eigentlich immer dabei. Ja? Ja. Manchmal sagen die zwar, okay, meinst du wirklich, aber grundsätzlich bringen die uns ein großes Vertrauen entgegen. So, und wir müssen natürlich dann auch Entscheidungen treffen, die irgendwo das Budget auch schützen. Ne? Also wir können nicht, wenn wir wissen, es
wird sowieso nicht funktionieren, können wir das nicht einfach machen. Ja? Wir sind nicht irgendwie ein Riesenwerksteam oder so, die einfach sagen, naja, ist egal, das funktioniert nicht. Ne? So, ja. Und wenn wir so Themen haben wie jetzt und mit einem guten Ersatzprogramm kommen, ja. Ja, und einfach erklären, warum es nicht funktioniert, dann sind die auf unserer Seite. Und das so ist halt es. Auch ganz, ganz wichtig. Und sehr, sehr viel wert, weil genau in der Zeit, ich glaube, in der Zeit wie heute ist es halt auch noch umso schwerer wie jetzt früher. Also die Budgets müssen größer sein. Genau. Alles ist viel, viel teurer geworden. Und gerade durch Zeiten, glaube ich, die letzten 3 oder 4 Jahre, über diese ganze Corona-Krise hinweg, haben, glaube ich, viele Menschen und auch Unternehmen gemerkt, oh, kann auch irgendwas passieren, was vielleicht nicht so geil ist. Ich sag mal, alleine dieses ganze Thema Umweltschutz, E-Autos, total. Tralala, hopsasa, das wiederum ja auch wieder einen Riesendruck auf andere Firmen ausübt, ja. Ob die wollen oder nicht. Ja, so, und die überlegen sich natürlich dreimal, klebe ich jetzt meinen Aufkleber auf ein Rennauto. Genau. Aber deswegen muss man umso mehr, glaube ich, wie jetzt du, die Hand auf diese Partner und diese Sponsoren halten und versuchen, daran festzuhalten. Weil das ist, wie du sagst, ein Geben und Nehmen und ein sehr großes Vertrauen, was sie dir oder uns wiedergeben, aber auch wir ihnen, sage ich mal, wiedergeben. Ja. Und daran muss man am Ende des Tages auch stark festhalten. Das ist eine richtige Partnerschaft. Genau. Das sind keine Sponsoren, das sind Partner und auch mittlerweile Freunde. Ja. Und dann ist es halt auch noch mal wichtiger. Ne? Und dann musst du halt an anderen Stellen vielleicht etwas mehr machen. So ist es. Damit die trotzdem ihren Nutzen daraus ziehen können und ihre Wertigkeit auch natürlich behalten. Ja. Weil wenn so ein Auto natürlich toll foliert im Fahrerlager steht, klar. Ja, kann man jetzt sagen, ist auch Werbung, aber wir sind ja hier, um Rennen zu fahren. Ja. Ne? So, und das ist natürlich immer schwierig. Aber du hast auch eben solche guten Partner, um auch durch schwierige Situationen zu gehen. Ja. Das ist halt einfach. Das ist aber so, genau der Weg. Genau, und es ist selten. Es ist ganz, ganz selten. Aber genau die Themen, weißt du, jetzt sprechen wir hier ganz offen und ehrlich über so Sachen und so. Und wir sprechen auch Fakten aus, dass es nicht einfach ist, dass es nicht immer alles rosig ist. Wir dürfen uns, glaube ich, und das ist ein großer Punkt für mich auch schon immer gewesen, wir dürfen uns sehr, sehr glücklich schätzen, was wir hier überhaupt machen. Ja. Also wir fahren hier mit so einem Eimer für über 600.000 Euro rum im vollen Carbonkleid und kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, ohne jegliche Rücksicht auf Verluste. Also du musst halt Gas geben auf gut Deutsch. Und genau um das zu machen und auch vom Kopf frei zu sein, brauchst du genau die Menschen, die hinter dir stehen und deinen Rücken auch stützen. Du brauchst diesen Rückhalt, weil wenn du das Ding in der ersten Runde wegschmeißt, dann sagen die, hey, beim nächsten Mal. Ja. So. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also, so ist es. Im Deutschrap-Business würdest du jetzt sagen, du hast Rücken. Ich habe Rücken, ja, das stimmt sogar. Wir haben Rücken. Bin ich dann jetzt automatisch eigentlich im Deutschrap? Ja, du hast wirklich Rücken. Ich habe ja wirklich Rücken. Du hast Rücken, also, ne, in vielen Bedeutungen. Ich bin ja jetzt nicht wie Capital Bra oder irgendwie wie Farid Bang, die da was erzählen von Rücken. Ich habe ja wirklich Rücken. Ja, stimmt. Aber das ist genau das Thema. Einfach mal Fakten aussprechen, was für mich ganz, ganz wichtig ist, weil du kennst meinen Vater zum Beispiel und zwangsläufig hat er mich ja logischerweise auch miterzogen. Und der ist halt einfach ein ehrlicher Lump. Der ist so. Also dem ist halt, nicht weil er es böse meint oder irgendwas, aber wie du vorhin gesagt hast, der hat das erste Rad am Kart von meinem Bruder und mir an und weggeschraubt und war zwangsläufig das erste Mal dabei, als wir in irgendeinem Rennauto saßen. So. Ja, und deswegen weiß er genau, wie es abläuft. Und er ist halt auch sich selber treu geblieben. Ja. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil nur dann kannst du auch deine Kids dementsprechend erziehen. So ist es. So, und so ist es. Es gibt halt wirklich viele Leute, vor denen ich den Hut ziehe, die entweder sehr erfolgreiche Geschäftsleute sind oder geworden sind oder erfolgreiche Sportler, die sich aber selber treu geblieben sind. Ja, voll. Was möchte in der Zukunft ändern? Was möchten wir in der Zukunft ändern? Du, ich glaube, also, es gibt vieles zu ändern, aber ich glaube nicht, weil es geändert werden muss. Vielleicht manche Themen schon. Aber für mich persönlich ein ganz großer Fakt ist zu ändern, einfach die Menschen zu wertschätzen, die hier hinter dem Zaun stehen. Weil wenn die Menschen hier nicht mehr stehen,
dann fahren wir da drin auch keine Rennen so, mehr. So ist es. Ja. Und das ist ja das, wofür Iron Force steht. Ja. Ja. Wir sind nur für die Fans da. Ja. Und es ist für mich wichtiger, ein schönes Programm zu machen, wo die Fans was davon haben, als alles, was wir an Budget haben, jetzt nur ins Racing zu stecken, um zu sagen, jetzt haben wir das Ding aber auf Pole gestellt. So, klar. So. Ist natürlich immer das Ziel und wir fahren ja nicht leichtfertig mit und sagen, ja, da haben wir ein bisschen Spaß, sondern es ist schon sehr, sehr ernsthaft und professionell, aber wir möchten natürlich, dass es trotzdem tolle Jacken gibt, tolle Caps gibt, Möglichkeiten gibt, Events gibt. Ja, warum haben wir die Startnummer 029? Sagt, oh jeder, wir werden 029. Es gab noch nie eine Startnummer mit 0 am Anfang. Und ich glaube... Obwohl vielleicht einen Aston mit 007. 007 aber das ist halt genau der Punkt. Da haben wir uns was dabei gedacht. Ja, wir hatten die Idee, ein Event zu kreieren für euch. Dafür brauchten wir einen Namen. Und dann haben wir gesagt, was denn geiler Name? 1000 Ideen gehabt. Und dann kamen wir drauf, dass für uns alle ja sehr wichtig in Verbindung mit dem Auto Serotonin ist. Also das Glückshormon. Ja? Ja. So. Und dann kamen wir von Serotonin, dem Glückshormon, sehr schnell auf 029. Ja. 029 auf Englisch. So. Und haben gesagt, okay, cool. Und dann haben wir gesehen, der 2.9. ist ein Samstag. Ja? Also da können wir ein Event machen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, 2.9. da machen wir ein richtig geiles Event. Ja? Das könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Ja? So, fahren mit der Startnummer 029, weil sie eine wirkliche Bedeutung hat und sozusagen direkte Werbung ist für unser Event. Hallo. Na du? Richtiger Nordschleifenhund. Das ist ein richtiger Nordschleifenhund, ja. Er macht auch ein bisschen Setup und so weiter mittlerweile. Ja. Ja, Entschuldigung, der Hund hat uns jetzt kurz rausgerissen. Genau. 029. 029. Glückshormon ist für uns sehr viel Liebe, sehr viel Spaß. 2.9. im Porsche Museum Gmünd. Details folgen. War jetzt auch nicht geplant, dass wir das hier in dem Video jetzt so droppen, aber um einfach mal so die Erklärung nochmal für diese Startnummer. Ja, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wie du gerade gesagt hast, es ist nicht nur Spaß, es ist Freude, aber das ist genau das, was uns trägt. So. Ja. Genau das und das ist auch das, was wir ja eben erreichen möchten, so um den Leuten draußen Spaß zu machen, Spaß zu bringen. Und die gehen ja auch mit uns durch über Berg und durch jedes Tal. Ja? So ist es. So, und auch wenn wir jetzt nicht fahren können aufgrund meiner Verletzung, sind die trotzdem hier. Die freuen sich, die machen Bilder. Und genau, die gucken sich das UFO und an und sagen, das ist geil. Und sagen, ja, scheiße und tut uns leid. Die sind ja selber genauso traurig wie wir. Und das ist halt eben so diese Familie, die uns... So ist es, so ist es. Ja. Ja. Und davor muss man Hut ziehen und einfach sehr, sehr viel Anerkennung auch zurückgeben. Genau. So. Weil in jedem anderen Team hätte man wahrscheinlich einfach gesagt, ja, dann tauscht man den Fahrer aus, fahren. So, aber das ist halt nicht unser Spirit. Nee. So ist es. Wenn, dann machen wir das Ganze. Das ist unser Spirit hier. So ist es. Ja, herrlich. Ey. Am Ende wollen wir das zusammen durchziehen und das werden wir auch. Und zwangsläufig auch sehr viel Erfolg damit haben, weil einfach... Ich bin immer ein sehr großer Freund von, wenn du Spaß hast und Freude an dem, was du machst, dann kommt der Rest schon von ganz alleine. So, so ist es. Und gerade jetzt auch dieser Umschwenk aufs GT3-Auto wieder, Teamwechsel, das ist einfach auch viel, viel Arbeit. Aber ich glaube, wir schaffen das. Oder beziehungsweise, was heißt wir schaffen das? Wir werden das mit einem schönen Erfolg krönen, das Ganze. Da freue ich mich drauf. Und ich freue mich natürlich auch, dass du mit an Bord bist. Ne? Ja, ich freue mich. Mit Jannis. Ich glaube, wir sind auch zu unglaublich. Dritt. Ziemlich lustiges Trio. Ja, voll. Ja, voll. Jung, dynamisch. Und schnell. Und schnell. Ja. So. Wir freuen uns auf die nächsten Rennen mit euch. Ja, sehr, mit Fabi, sehr. Mit Jannis, mit dem Team. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein paar Autos gucken. Wir gehen jetzt hier ein bisschen noch durch. Das hier, das ist für mich Motorsport. Ja, das ist geil. Kein Shishi, du brauchst auf der nassen Wiese stehen und Vollgas. Also.